Habe ich die Ho eigentlich noch? Wo habe ich die eigentlich? Wo habe ich die Ho versteckt? Hier drinne? Nee, da meine ich. Da ist eine Ho drinne. Oh, wir machen beide beidseitig mal einen Test. Also es soll wohl so sein, dass wenn man normales Gras schlägt. Also bis jetzt sehe ich noch nichts, was eine normale Grassamen rausbekommt. Das war wohl ein Fake, würde ich sagen. Vielleicht ist das auf das falsche Biom, ich weiß es nicht genau. Geh mal ganz kurz hier rüber. Aber warum sollte es das falsche Biom sein? Mal hier. Da gibt es spezielles Gras, wo das ist. Ich meine, wir haben ja nicht zufällig hier. Hier ist nichts. Stand da, man soll das mit einer Ho wegschlagen und dann geht das. Weil irgendjemand hatte mir darauf geschrieben, dass man Grasser mit der Ho aus Gras rauskriegt. Wie man sieht, geht das nicht. Habe ich das falsch in Erinnerung? Mit der Schaufel? Nein, nicht vor allem mit der Schaufel, ne? Ich bin ja auch ein Held. So, okay, wir wollten früher oder später in diese Richtung. Nein! Leute, ihr sagt doch nichts. Ich muss doch das fertig verzaubern. Oh, ich hätte das E drücken müssen. E für Enchanting. Und nicht Escape für ich will jetzt endlich probieren. Also, wer keine Arbeit hat, der macht sich welche. Unserei gehört dazu. Also man kann, ne, auch mal übertreiben. Wenn ich genau wüsste, dass die Dinge auf laufende Zeit Fleisch fallen lassen, ne, dann würde ich diese Schreihälse jedes Mal wegräumen. Aber ich glaube, die kann man auch tamen und züchten. Und dann macht das natürlich mehr Sinn. Wartet mal. So. Also auf ein neues. Ne, die hier. Dann Silk Touch. Und Fortune. Ne, Unbreaking hat mir gesagt. Glück brauchen wir nicht. Gibt's denn eigentlich noch? Nichts weiter. Juhu! Gut. Oder braucht man eine spezielle? Braucht man eine Diamanto? Da trifft wohl nicht auf mein Minecraft zu. Keine Ahnung, ob man dafür dann eine Mod braucht oder so. Wie man sieht, sieht man hier nicht einen einzigen Grassamen. Und insofern, ja. Tut mir leid, werter Herr, für die, naja, sagen wir schlechte Nachricht. Wahrscheinlich habe ich nur wieder einen Fehler gemacht. Ich kenne mich doch. Also, es ist bei mir nicht machbar. Zumindest nicht mit der Eisenhoe. Kann natürlich sein, dass man eine andere Hoe dafür braucht. Mal ernsthaft, wer baut sich eine Diamanto? Ist ja nicht so, dass man den ganzen Tag auf dem Acker steht, ne, und so. So, testen wir doch mal. Ja! Das heißt, wir werden jetzt immer schön warten. Oh, wir haben nichts Platz. Warte mal. Noch nicht. Immer rotzfrech. Mal gucken, was passiert. Mit der auf jeden Fall nichts. Achso, lassen wir mal die spawnen. Mal gucken, was passiert. Ob sich diese eine lilane Pflanze weiterentwickelt. Ach, schön. Jetzt können wir die ganzen Nebenwege auch hübsch gestalten. Ich freue mich. Hier müssen wir eh lang mit der Brücke. Das heißt, wir brauchen fünfspurig alles.
viele haben wir? 57. Das reicht nicht. Ich brauche übrigens Platz. Ich brauche Platz. Haben wir hier noch irgendwie Holz? Wo ist meine lilane Tasche? Ich habe sie schon gut. Mal wieder Panik schieben. Dabei ist alles ganz harmlos. Können wir auch mal kurz reinpacken. Das können wir hier reinpacken. Das ist nämlich alles grün. Und Leder und so weiter. Gut. Ich nehme hier nämlich gleich die Bäume ab. Er kann stehen bleiben, glaube ich. Oh, die Wehhalle-Axt ist einfach ein Traum. Sie ist einfach nur ein Traum. So, hier warten wir jetzt mal, bis grün ist. Und dann gehen wir mal ganz kurz anpassen. Geh weg, Reh. Gucken mal. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich hier Carpenter reinsetze und das dann... Ne? Ihr wisst schon. Ich habe ja noch ein paar. Könnte man tun eigentlich. Ach, schön. Da ist eine kleine Kante... Oh, nice, Alter. Und es ist eine kleine Kante drin und das gefällt mir ja nochmal richtig gut. Hier ist es egal. Tatsächlich. Müsste nur mal gucken, ob ich die hier nochmal umschüssel. Wartet mal. Habe ich hier einen bei? Nee, Schüssel. Hier mit der... Wisst schon. Mit dem Hammer mal kurz draufkloppen. Bitte, 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 lass mich den Hammer bei haben. Natürlich ist der in der Projekttasche gelandet, ne? Dass ich die hier noch ein bisschen abrunde. Wisst ihr, dass das ein bisschen nahtloser ist? Aber selbst wenn. Das ist ja jetzt schon ums Zehnfache besser. Sauber. Hier hat sich halt die Natur wieder durchgesetzt, wo George nicht mehr da ist. Aber ich finde das cool. Reicht gar nicht, um alles fertig zu machen. Okay. Es ist interessant. Aber zumindest fängt es an, fertig zu werden. Schön! Ach, ich bin so glücklich. Kurz Feier machen gehen. Kann ich einen Schluck trinken? Bei Tageslicht begutachten. Hier würde ich gerne noch einmal Gravier reinsetzen, aber wie gesagt, Gravier hat Zeit. Man sieht die Kante und wenn man das nach unten her auch hat, ich glaube, das kommt schon cool. Ich gehe natürlich jetzt erstmal den Weg, den wir hier sowieso weiterbauen. Oh. Was ist das? Achso. Muss ich den eigentlich wegzimmern? Nee, ne, der kann bleiben. Das hier kann soweitgehend alles bleiben. Als wenn hier Trianten am Werk waren, am Wirken waren. Schau ich mal die Bäume an, oder? Habe ich hier damals gehackt und die haben sich alle selbst ausgesät. Das kann natürlich auch sein. Auch gleich gegenwirken. Es geahnt habe. Dann führt der Weg nachher auch noch idealerweise so richtig schön an dem Haus vorbei. Oh, das wird ja mega. Das ist ja von die Aussicht, ne? Ich glaube, wir machen nichts verkehrt. Und wenn dieser Weg dann später direkt auf das Dorf oder vielleicht direkt auf den ersten Hügel zutrifft, ne? Also wir sind, ihr seht es ja hier. Hier führt der Weg lang. Das heißt, wenn wir hier so durch das Gewässer durchgehen, kommen wir früher oder später direkt an diesem Punkt an. Oder wir gehen hier gleich ein bisschen durch zu Odins Stätte und von da aus.
runter zum Dorf. Egal wie man es dreht. Aber das ist einfach gut ausgemessen, würde ich sagen. Ach, schön. Man braucht halt nur eine ganze Menge davon, ne? Bergabhorn? Was ist denn der? Ziemlich groß. Alter Schwede. Ich glaube, den führe ich eher links dann dran vorbei, ne? Von denen her einmal durchpreschen mit dem Pferdchen oder so. Oh, da freut mich ja schon drauf. Aber erstmal Pferdchen haben, ne? Das ist natürlich noch so ein anderes Ding. Oh, gehen die mir auf den Kranz. Sei mir nicht böse, aber... Kein Fleisch. Wieso ist denn da eine Kuh? Jetzt bin ich verwirrt. Warum ist da eine Kuh? Ist sie ausgebüxt? Ah. Aua. Erinnert mich gerade voll an Braveheart. Ich glaube, der muss weg. Schön aufpassen, dass sich hier nichts vermehrt, ungewollt. Sieht aber schon mal ganz gut aus. Und hier ist definitiv noch ein Stück Holz drin. Da. Einsicht. Gut, wir kommen gleich wieder. Oh, das wird bestimmt mega cool, vor allem wenn man dann so nach einem Jahr gefühlt diese alte Strecke mal wieder abgeht. Das wird natürlich auch Zeit, dass wir diese auch mal verlassen. Aber wir sind hier auf bestem Wege. Verschaffe ich mir mal hier einen Überblick, wie das aussieht auf dem Weg nach unten. Auch hier wird das nicht ganz reichen, bin ich mir sehr wohl bewusst. Aber wir brauchen irgendwie noch eine Tasche, die Schätze bewahren sollte. Also Sachen, die nicht alltäglich sind. Sowas wie jetzt die Silk Touch oder so. Dass wir da immer wieder reinlegen können. Schön. Dann bin ich ja mal gespannt. In 3 Wochen. Ich weiß ja nicht, ob ich zwischendrin noch eine Aufnahmesession habe. Ist gar nicht so abwegig. Also wundert euch bitte nicht, wenn ich nochmal zocke und die sind noch nicht wieder da. Hier, das meinte ich übrigens. Ein bisschen abgerundeter, dass ich die Stellen ein bisschen, ja, runder mache. Also kann es durchaus sein, wenn ich nächstes Mal einschalte, dann, dass die immer noch nicht da sind. Was jetzt aber kein Beinbruch ist, sondern eher gewollt. Weil das wäre, wenn jetzt wirklich das aktuell geht, wenn es kann sein, dass sie mich fragen, beziehungsweise sie wissen es ja, dass ich das heute abgerufen habe, wäre das jetzt Ende November. Wenn ich jetzt vorher noch eine Aufnahmesession mache, wie gesagt, es ist nicht abwegig, weil die Umstellung auf Dawn-Server erfolgt und da will ich lieber ein bisschen Vorlauf haben als Nachlauf. Und das ist, glaube ich, kann jeder nachvollziehen, warum, wieso, weshalb. Und insofern, es hat schon was, ne? Also zumindest sieht es vollständiger aus. Genauso wie dieser Weg hier hoch. Natürlich immer diese braunen Kanten, das ist optimal. Ich hatte vorhin irgendwo noch einen Gravierklotz, aber wer weiß, wo ich den hingezimmert habe. Ja, im Prinzip alles soweit schick.
Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir genau wissen, okay, wir müssen da unten das Haus fertig bauen, fertig dekorieren und wir müssen Straßen bauen. Unmengen Straßen. Ich werde mal sehen, der nächste Stream, wie gesagt, nächste Woche, Sonntag, ich werde das noch ein bisschen auslosen. Ich muss es ein bisschen auslosen tatsächlich. Ich muss auch noch Farm gehen. Das wird auch im Stream passieren. Und vielleicht kriegen wir es ja hin, dass in der nächsten Aufnahmesession bereits beide Wege existieren. Vielleicht gibt es ja auch im Stream Leute, die einfach mal spontan reinschauen und sagen, hey, hättest du nicht mal Bock, das und das zu bauen? Vielleicht kommen über den Stream noch ganz andere Ideen rein. Also einfach mal gechillt reinschauen, gucken, was passiert. Aber da wird wahrscheinlich eher so die richtig langweilige Schiene von Gravelernten bis hin zu Straßen bauen. Vielleicht wird es aber auch ein komplett geheimes, ich betone, ein komplett geheimes Projekt geben, was im Stream entstehen wird, was man ganz am Ende, wenn es dann irgendwann fertig ist, zeigt. Wir werden sehen und ja, es kann sogar sein, dass ich auch mal offscreen an dem Geheimprojekt arbeite und das, wir werden sehen, ne? Haben wir noch Zeit, auf jeden Fall brauchen wir noch jede Menge Grünzeug. Ist das hier eigentlich komplett geschisselt? Ja, ne? Hier müsste man eigentlich noch ein bisschen schnieke rund machen alles, wisst ihr so, dass man hier noch ein paar... Damit die eigentlich beinähen, weil die haben wir in dem... Doch, ich habe den Projekt-Backpack ja bei. Bin mir dessen gar nicht mehr bewusst. Wartet mal. Vielleicht wird es auch alleine grün, wenn ihr versteht, was ich meine. Die normale Erde reinsetzen, dass das einfach eher grün wird. Jetzt weiter. Ich habe nur nicht mehr genug, richtig? Ja, hier sowieso nicht. Da? Klar. Wir haben alles. Mal gucken, so ein paar grüne... Ja, genau. Sowas meinte ich. Warum nicht? Das ist ja nicht unser Problem. Es wirkt aber natürlicher. Bin mal gespannt, ob hier jemand einzieht oder ob ich dafür zuständig bin. Aber rein theoretisch bin ich ja raus aus dem Schneider, ne? Wenn die hier eingezogen sind, ist es nicht mehr mein Bier. Also insofern... Ja, hier müssen wir noch Wände einziehen statt der Dinge. Also hier... sonst wird das beim Duschen... Ach ja, nicht nur das. Wartet mal, habe ich den Farben? Habe ich nicht. Komm, das machen wir jetzt noch fix. Wir dekorieren noch ein bisschen. Nein, komm. Ich muss auf die Zeit achten. Bei mir klingelt in 8 Stunden, jetzt genau in 8 Stunden, der Wecker. Ich sollte es nicht übertreiben. Ich mache lieber noch mal eine neue Aufnahmesession. Vielleicht machen wir das auch im Stream. Wir müssen mal gucken. Auf jeden Fall geht es ja nun langsam voran. Wir müssen Gravel ernten. Wir brauchen so viel. Und insofern, ja. Lass ich es jetzt erstmal gut sein. Drinnen sind das so. Die ganzen Bäume, meine ich. Egal. Gut. Wir schließen uns ein. An dieser Stelle bedanke ich mich natürlich erstmal fürs Reinschauen. Beim nächsten Mal lasse ich mir wieder was einfallen. Ein Thema, wo ich wieder über Gott und die Welt reden kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich werde mal ein bisschen die Medien inspizieren. Es kann sein, dass ich diese Woche generell noch eine Aufnahmesession mache, einfach um genug Vorlauf zu haben. Und da ja diese Woche, ich muss gerade mal schauen, ich glaube am Dienstag ist es soweit, die Wahlen in den USA vonstatten gehen, kann es sein, dass ich Mittwoch genau aus diesem Grund das überhaupt nochmal anspreche und dann nochmal eine kleine Runde drehe. Mal gucken, was ihr dazu sagt und ja. Habt euch wohl, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, liebe Leute. Tschüss, tschüss.